Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV und der PEGI-Version von Prototype 2. Macht es. Da müssen wir direkt auch mal darauf hinweisen, dass wir bitten, alle unter 18-jährigen Zuschauer abzuschalten. Denn ja, und alle, die auch mental noch nicht das Alter erreicht haben, sollten auch unbedingt abschalten. Ja, weil Prototype ist im Grunde eine Aneinanderreihung von Fatalities aus Mortal Kombat. Also, mit gekoppelt an Open-World-Spiel im Grunde. Nein, ja, aber mal im Ernst. Open-World-Spiel, ja. Worum geht's denn in Prototype 2? Ich habe keine Ahnung davon. Also, Alex Mercer ist der Protagonist des ersten Teils. Der ist gar nicht tot. Das dachte man am Ende vom ersten Teil. Gut, den darf ich jetzt noch mal spoilern, ne? Den darfst du jetzt spoilern. Aber kurzer Zwischenschub. Für die Leute, die auch nicht wie der Stefan wissen, wie die Story aus Prototype 1 war, gibt es da eine nett eingebaute kurze Videosequenz, die im Grunde die Story erzählt. Ah ja. Das finde ich echt schön. Da kann man schnell Anschluss finden, auch wenn es eigentlich relativ wirklich schnell erzählt ist. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir halt der Sergeant Heller, infiziert von unserem Alex Mercer, der Typ halt, und haben leider beim erneuten Ausbruch des Virus unsere Frau und unsere Tochter verloren und wollen böse Rache. Ja, Rache ist immer ein fruchtbares Motiv in Videospielen. Ja, ist auch gerne benutzt und in diesem Spiel kann man seine Rache wirklich Ausdruck verleihen. Ja, und das Spiel hat halt in der Story schon seine kleineren Problemchen, weil sie wirklich, naja, die Grundstory ist schon nett, aber die Missionen sind eigentlich immer, laufen nach Schema A ab und auch kleinere Videosequenzen sind meistens nicht selten. Dr. Kearney. Sergeant Heller, I am so glad to see you're still in one piece. You're not hurt, are you? Aber jetzt haben wir ein bisschen paar negative Punkte gehört, aber was ist es denn, was Prototype 2 jetzt ausmacht? Weil die Wertung ist ja jetzt nicht so übel. Nein, ganz im Gegenteil, sondern das Spiel macht einfach einen unglaublichen Spaß, weil du einfach, du hast es eben schon ganz gut verglichen, als wir uns unterhalten haben mit einem apokalyptischen GTA, also im Grunde einem bisschen wahnsinnigen GTA. Du hast halt gekoppelt an diese Open-World-Sache einfach deine Superkräfte. Du kannst gleiten, springen, metzeln und es ist eine erwachsene Variante von Superheld sein. Und das macht schon wirklich Spaß. Also diese Welt einfach mehr oder weniger auseinanderzunehmen, ja, ist schon was Cooles. Kann halt schon wirklich Spaß machen. Ist man denn von Anfang an so übermächtig, oder? Nein, also diese Fähigkeiten, wovon du halt verschiedene hast, wie halt Klingen oder Klauen oder Riesenfäuste oder hier dieses, ich wüsste jetzt, was benennen soll. Tentakelgematsche. Tentakelgematsche ist ein schöner Begriff, das ist bestimmt auch der offizielle. die Sachen erspielst du dir halt nach und nach und kannst die halt auch aufleveln. Das läuft sowohl halt über halt bestimmte Gegner, die du tötest, als auch Missionen. Wobei man bei den Nebenmissionen halt auch anmerken muss, dass sie halt auch ähnlich wie die Hauptstory sehr nach Schema A ablaufen. Aber das ist alles gar nicht schlimm, weil das Spiel macht einfach so Spaß. Ja. Man, Freude an der Zerstörung. Ja, es ist einfach die pure Freude an der Zerstörung, auch wenn man sich manchmal vor seiner Gewalt selbst erschreckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Stunde, wo ich das Spiel gespielt habe, habe ich auch gar nicht so gerne die Passanten getötet, weil ich dachte halt, das sind dann die Passanten und die schreien dann ein bisschen, wenn du die hochhebst und so, und es ist ja auch nicht deine Aufgabe, du kämpfst ja eigentlich für das Gute, aber wenn du dann einfach fortschreitest und einfach merkst, okay, warum soll ich hier den Gegner denn jetzt weglocken? Warum mache ich mich hier auf der Straße Platz und kill halt noch die halbe Stadt mit? Ist das doch schon manchmal wirklich sehr böse. Aber andererseits auch sehr witzig. Also. Ja, gut, ist halt Teil des Spiels, ne? Also. Ja. Es ist halt auch kein Spiel für Kinder, deshalb. Und da stirbst du, oder? Ja, da bin ich. Sie sind tot. Man kann auch sterben.
Die Pegel-Version haben wir schon genannt. Dass es die Pegel-Version ist, haben wir schon gesagt? Ja, das schon, aber dass die deutsche Version, dass man da halt nur die Infizierten in ihre Einzelteile zerlegt. Bei normalen Passanten und Soldaten hat man da leider zwar ähnlich, also gleich viel Blut, aber halt nicht die, die Stückchenanzahl ist nicht so hoch. Also die ist sehr begrenzt, also auf eins, also die Leute müssen schon noch in einem Stück sein. Ja, aber hier kann man einfach sehen, diese, Entschuldigung, ich unterbreche, aber diese apokalyptische rote Zone, wenn du da einfach dadurch gegenspringst. Rote Zone? Ja, das ist dann, also das sind halt in drei Zonen unterteilt. Grün, gelb, rot, wie bei der Ampel, wo für rot dann schon, ja, quasi Apokalypse steht. Und gelb und grün ist da? Quarantäne und... Ja, also gelb ist, es ist ein bisschen komisch, weil eigentlich fängt man auch in der gelben Zone an. Da ist halt irgendwie alles so ein bisschen, also gibt es noch keine Infizierten. In der grünen, die eigentlich ja noch sauberer ist, brechen die Infizierten allerdings so langsam durch. Und am Ende kommt man dann halt in die rote. Die rote ist natürlich dann auch hier mit den Hochhäusern. Hier bereiten wir uns gerade auf einen. Was machst du da? Ich schleppe einen Infizierten nach oben, um einen Basejump, quasi einen Touchdown zu machen. Ich wollte gerne an den höchsten Touch das machen. Schon ankündigen. Es hat leider nicht funktioniert. What the fuck? Das ist tief, ne? Aber wir sind leider da an Zwischending angeckt. Einmal kurz angeeckt, was soll das? Aber die Icarus-Trophäe habe ich dafür trotzdem bekommen. Ja, das sieht aber schon ziemlich cool aus. Also ich finde es, es wirkt jetzt grafisch für mich erstmal ziemlich cool. Ja, es ist auch einfach alles so sauber und schön. Also es ist halt auch ein Open-World-Spiel und jetzt natürlich fängt man gar nicht an, also ich will das mit Spielen wie Battlefield oder sowas vergleichen, weil es sind ja auch ganz, ganz andere Paar Schuhe. Wie gesagt, es ist halt nicht revolutionär in der Grafik, aber es macht doch schon echt schön Spaß und auch echt was her. Das muss man wirklich sagen. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch interessiert, ab und zu mal als Superheld auch mal ein bisschen böse zu handeln, dann greift zu. Das Spiel ist im Laden erhältlich für ungefähr roundabout 60, 55 Euros oder irgendwas, also zwischen 55 und 60 Euro, halt normaler Vollpreistitel. Und ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, weil es macht einfach nur Spaß.